Oh, hallo zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin heute hier wieder in NRW unterwegs und hier befinde ich mich an einer ehemaligen Kindertagesstätte. Die Türen stehen offen, also dann kommt mal mit rein. Es ging es etwas durch leichtes Gestrüpp. Und hier haben wir schon mal einen Lagerraum oder des Hausmeisters Werkstatt. Hier noch so alles rumliegt. Meine Fresse. Ja, gleich nebenan vom Hausmeisterbüro haben wir hier die alte Heizungsanlage. Mit irgendwelchen Containern, Geruchsbarriere. Ja, aber was das jetzt genau ist, kann ich nicht sagen. Ja, gehen wir mal den Haupteingang suchen. Ja, den Haupteingang habe ich gefunden. So, jetzt gehen wir mal hier in die Räumlichkeiten. Aus hier draußen. Autoverkehr. So. Machen wir wieder Licht an. So. Oh, schöne große Glastür hier. Glasfront. Spind. Also auf alle Fälle war das mal die Kindertagesstätte, aber so wie das aussieht, wobei das Waschbecken hier wieder Kindergröße. Ich dachte gerade erst, dass das umgebaut wurde, eventuell für Asylheim oder so. Wieder hier
könnte schon sein, dass es im Zuge der Flüchtlingswelle hier ein Asylheim geworden ist. Zumindest die Größe der sanitären Anlagen deutet darauf hin, dass es hier kein Kindertag, keine Kindertagesstätte mehr gewesen ist in letzter Zeit. Zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut wurde das Gebäude hier. Jetzt bin ich wieder draußen und suche eigentlich noch einen weiteren Eingang. Ich habe hier noch einen Eingang gefunden durch ein Fenster. Den Anblick erspare ich euch. Hier ist auch ein gefliester Raum zum Fußboden. Das war eventuell mal die Küche hier. Fenster zerdeppert hier. Hier ist schon reingekommen. Okay. Ein Dachfenster, in dem es reinregnet. Dem anderen Nebengebäude. Ich schau mal hier auf der Rückseite, ob man da noch irgendwo weiterkommt. Na, ich bin jetzt hier auf der Rückseite, aber hier ist auch kein weiterer Eingang mehr zu irgendwelchen Räumlichkeiten, die erkennen lassen, dass das mal eine Kindertagesstätte gewesen ist hier. So. In dem Sinne war es das wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da, einen Kommentar und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, bleibt neugierig, ciao, ciao.